Yeah, let's go. Was geht ab, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen hier zurück auf meinem YouTube-Channel. Und warum habe ich gerade geklatscht? Naja, Freunde, egal. Aber ihr seht es heute schon im Titel. Es gibt die zweite Teambewertungsfolge in diesem Jahr, sprich in FIFA 20. Die Resonanz auf dem letzten Video war sehr, sehr gut, Freunde. Deswegen habe ich gedacht, ich hau hier direkt... Okay, hinterher kann man jetzt nicht sagen. Aber ich hau hier direkt eine weitere Folge raus. Ich habe euch wieder auf Instagram gefragt, oder gebeten, mir eure Teams plus euer Budget zu schicken. Und es haben sich auch einige gemeldet. Und ich habe mir jetzt hier drei Teams wieder rausgesucht, Freunde. Aber ganz wichtig, wenn ihr wollt, dass ich als nächste Folge eine sozusagen XXL-Folge raushaue, sprich mal 5, 6, 7 Teams zu bewerten, dann lasst auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben da, Freunde, damit ich das sehe, damit ihr einfach Bock habt auf dieses Format. Und wie gesagt, wenn ihr auch natürlich im Video dabei sein wollt, wenn ich euer Team bewerten soll, dann folgt mir natürlich sehr gerne auf Instagram. Ist jetzt hier nochmal eingeblendet. Und ich würde sagen, wir starten mit dem Video rein. Heute gibt es drei Teams. Ich habe ein Team, das jetzt vom Budget her eher so anfängermäßig ist, dann ein mittleres und ein eher in Anführungszeichen teureres Team. Also das heißt, wir haben von jedem ein bisschen was dabei. Und ich würde sagen, wir starten direkt rein. Das Team kommt vom guten GameStar05, so heißt er zumindest auf Instagram. Ich bezweifle mal, dass das so in Real Life auch heißt. Aber ihr seht hier sein Team. Er hat mir geschrieben, er hat noch 50k Budget. Ja, erstmal ganz kurz zu seinem Team. Er hat hier Neuer, Hernandez und Laporte in der Innenverteidigung. Neuer und Hernandez, so hier die Bayern-Spieler, stabil. Neuer dieses Jahr wieder eher einer der besseren Keeper. Und Hernandez, ja, solider Innenverteidiger, Pace, aber ist halt nicht so groß, ne? Ihr seht es hier, 1,82, aber geht eigentlich fit. Dann hat er hier rechts Laporte. Müssen wir auf jeden Fall noch austauschen. Rechts hat er Trent Alexander-Arnold, ja, ist okay. Und links hat er Alaba. Ja, ist solider Linksverteidiger, gibt es aber bessere. Seht vielleicht auch auf der Auswechselbank schon, wer weiß. Dann hat er hier im ZOM Harit POTM. Muss ich ihm leider drin lassen, oder was heißt leider, ist ja auch gut, aber muss ich ihm drin lassen, weil er die Untrade hat. Hat aber auch eine ganz nice Karte, muss ich ehrlicherweise zugeben, und hat auch 5 Stelle Skills, deswegen ganz nice. Dann im ZDM hat er Goretzka und Sissoko, zu den beiden so als Kombi hier in dem Team auf jeden Fall stabil, also kann er auf jeden Fall so zocken. Ja, dann hat er hier rechts Rashford, das ist ganz solide, hat auch 5 Stelle Skills dieses Jahr. Ziemlich, ziemlich nice. 3 Sterne Weakful ist ein bisschen, Abfuck, aber geht gerade so fit. Dann hat er hier im Sturm Lukas. Habe ich selber auch mal eine Zeit lang gespielt. Ist stabil. 4 Sterne, 4 Sterne. Hat ordentlich Pace, guter Abschluss. Mehr braucht er eigentlich nicht. Dann hat er links noch Lewandowski. Auch 4 Sterne, 4 Sterne. Allerdings ist er nicht so der Beweglichkeitstyp hier, ne? Sagen wir es mal so. Also... es geht auf jeden Fall besser, und ich würde sagen, wir machen jetzt mal an sein Team ran und bewerten mal sein Team. Ja, Freunde, ich würde sagen, wir fangen hier ganz entspannt mit der Innenverteidigung an. Da hat er Laporte, 87er, ihr seht schon, Karte ist nicht so nice, ne? Wenn wir ehrlich sind, 64 Pace als Innenverteidiger, Digga. Ne, das ist nicht so gut. Deswegen habe ich ihm hier Joe Gomez empfohlen. Wie gesagt, der hat 50k Budget. Sprich, er kann da jetzt nicht irgendwie einen Van Dijk oder so hinstellen. Ist ja klar. Aber hier mit Joe Gomez und Hernandez macht er auf jeden Fall für seine Coins-Klasse nichts falsch. Dann Linksverteidiger empfehle ich ihm, statt Alaba Roussillon hinzustellen. Klar, da könnt ihr jetzt auch Alaba lassen. Aber ich finde, Pace ist auf jeden Fall auf den Außen sehr, sehr wichtig. Deswegen ist auch hier Trent Alexander-Arnold nicht so optimal. Aber er muss ihn quasi hinstellen, weil sonst anders leider nicht geht. Aber pack einfach auf den Shadow drauf oder so, und dann läuft der Hase. Und wie gesagt, hier links, Roussillon ist stabiler Linksverteidiger. Ist jetzt auch in der Bundesliga, deswegen passt es hier. Und dann hier empfehle ich im Sturm noch, statt Lewandowski Timo Werner hinzustellen, weil Werner einfach dieses Jahr echt nicht schlecht ist. Ihr seht es hier, er hat 86 Abschluss, 83 Ausdauer. Also das ist auf jeden Fall ziemlich nice und ist auf jeden Fall besser als Lewandowski. Ich habe Lewandowski selber diese Weekend League sogar gespielt, aber allerdings sein 92er Team of the Group Stage. Aber ich muss sagen, selbst bei seinem 92er war der Lewandowski einfach noch zu unbeweglich. Er war noch, hört sich zwar dumm an, aber er war einfach noch zu fett, so, wisst ihr, was ich meine? Also in Anführungszeichen fett, er war unbeweglich, auf gut Deutsch gesagt. Deswegen würde ich ihm hier Timo Werner empfehlen, passt ja von der Chemie her alles. Und für seinen Coins ja auch. Und dann sieht das Team auf jeden Fall schon mal nice aus. War auch davor nicht schlecht, darf man ihm auf jeden Fall nicht unterstellen. Aber ich würde ihm auf jeden Fall hier das Team empfehlen. Ja, meine lieben Freunde, und dann kommen wir jetzt hier auch zum nächsten Team. Zum, zweiten Team. Zweiten Team ist in der Mitte, sprich so von den Coins her. Nicht zu teuer, aber auch nicht zu billig. Er hat
glaube 60 oder 70k Budget, so 60, 70k circa. Team sieht auf jeden Fall ja nicht schlecht aus. Aber hier, ne? I don't know. Erstmal noch ganz kurz zu seinem Team. Ja, Ter Stegen, Longley, stabil. Konaté, ach, ja, ne? Weiß auch nicht genau, was der da macht, aber lassen wir mal so stehen. Rechts, Klostermann ist solide, ne? Hat Pace, gute Defense-Werte, deswegen passt es. Links, Roussillon, ja, habe ich gerade schon was zu gesagt. Roussillon, stabiler Verteidiger. Dann Sissoko spiele ich sogar in meinem Main-Team immer noch, deswegen Sissoko, Freunde. Ja, deswegen, Freunde, Sissoko ganz stabil. Dann hier hat er auch wieder Goretzka. Sprich, jetzt wie im letzten Team sogar. Lol. Auch mit Sissoko und Goretzka. Dann hier hat er Muniain. Muniain. Oh, I don't know. Fragt nicht, warum er den da hat. Ach, die Karte sieht Real Talk nicht gut aus. Lassen wir mal so stehen. Links, Martial ist OP wie eigentlich gefühlt jedes Jahr. Man kennt ihn. Dann im Sturm Iñaki Williams. Hat dieses Jahr nur noch 2 Sterne Weakfoot, Alter. Keine Ahnung, was mit seinem linken Fuß los ist. Aber auf jeden Fall hat er den hier im Sturm. Rechts Gnabry. Ja, ist ganz okay. 4 Sterne, 4 Sterne. Pace, guter Schuss. Reicht eigentlich für einen Flügel. Und jetzt würde ich sagen, kommen wir zu seinen Verbesserungen. Okay, wir fangen jetzt mal beim Sturm an, Freunde. Da habe ich ihm Lacazette hingestellt. Habe ich sogar anfangs von FIFA 20 auch eine Zeit lang gespielt. Glaube über 300 Spiele so mit dem gemacht. War ein guter Mann. Kostet, glaube ich, nur so 20, 30k. Also kann man auf jeden Fall mitnehmen, würde ich sagen. 4 Sterne, 4 Sterne. Gute Allround-Werte, Real Talk. Gutes Pace, guter Schuss, gutes Passen, gute Physis und guter Dribbling-Wert. Deswegen für 20, 30k macht er da nichts falsch mit dem. Und er spielt natürlich in einer guten Liga, also sprich Premier League und ist Franzose, kann man immer gut mit einbauen. Ja, dann hier im ZOM habe ich ihm mal Lukas hingestellt. Habe ich eigentlich vorhin auch schon was zu gesagt. Ja, guter Mann. Und passt eigentlich auch von der Chemie her ganz gut mit Sissoko und Lacazette. Dann hat er jetzt ja eigentlich keine Coins mehr, ne? Hat vielleicht noch so 20, 30k übrig. Aber was ich ihm hier auf jeden Fall empfehlen könnte, ist, dass er sich hier, also die zwei tauscht. Und dann hier noch Varane hinstellt, sobald er halt die Coins für hat, ne? Er hat mir geschrieben, er bekommt noch Division Rivals Rewards. Vielleicht hast du ja Pack Luck. Wünsche dir auf jeden Fall sehr, sehr viel Pack Luck, Alter. Aber wie gesagt, wenn du die Coins hast, mein Freund, dann mach das auf jeden Fall so. Aber ich weiß, dass du halt gerade die Coins noch nicht hast, deswegen mach es auf jeden Fall so. Mit Konaté kannst du auch vielleicht Upamecano hinstellen. Kommt drauf an, wenn du besser findest. Aber will ich auf jeden Fall mal so lassen. Und dann sieht es auf jeden Fall hier mit deinen Stürmern und ZM deutlich besser aus als hier mit Muniain. Und Iñaki Williams mit seinen 2 Sternen Weakfoot, Alter. Deswegen würde ich ihm das Team so empfehlen. Ich hoffe, du holst damit ein bisschen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ach, halt's mal, ein paar Siege mehr in der Weekend League. Deswegen dein Team hier. Ja, drittes Team, Freunde. Was kommt nach Mittel? Beste. Oh, das habe ich. Nach Mittel kommt Beste. Grüße gehen raus. Ja, ne, ihr wisst was, Schwein. Es kommt danach halt das Beste, so das Teuerste, das Höchste. Ja, Team, hier seht das. Rechts ist Dembélé. Aber, ja, es sieht auf den ersten Blick nicht so teuer aus, ne? Aber er hat mir geschrieben, er hat noch 800 oder 900k Budget. Also da lässt sich auf jeden Fall was machen. Und ich würde sagen, wir bewerten mal ganz kurz noch sein Team im Allgemeinen. Deswegen habe ich schon was zu gesagt. Longley auch, Militao. Stabiler Verteidiger für 5k oder so, Alter. Also da macht man auf jeden Fall nichts falsch. Links Telles hat Pace, ist ganz gut. Semedo für mich, bester Rechtsverteidiger im Game. Dann hier rechtes Mittelfeld, Dembélé, 5 Sterne, 5 Sterne, ist nice. Und Linksverteidiger, Grüße gehen raus. Linkes Mittelfeld natürlich. Hat er Douglas Costa, Alter. Ey, wer weiß doch, wo der bei Bayern war, ey. Zu krass, Mann. Ich hab den so gefeiert damals. Auf jeden Fall, ja, Douglas Costa, 5 Sterne Skills ist natürlich sehr, sehr nice. Aber mich persönlich wird die 3 Sterne Skills ein bisschen abfucken. Ja, man muss damit klarkommen, ne? Sagen wir es so. Mittleres ZM hat er Alan. Ist ein guter Mann da auf der 6 mit Guardiola wahrscheinlich. Genau, kommen wir zum nächsten Spiel. Hat er hier Guardiola Icon. Wahrscheinlich von den Icon Swaps erspielt. Habe ich mir selber auch gar nicht geholt oder so. Und auch noch nie gezockt dieses Jahr. Aber laut Freunden soll der ganz gut sein. Und dann hier hat er Mertens. Die ist ja auch noch nicht gespielt. Ich habe ihn als Leihspieler. Aber von der Karte her sieht er ganz nice aus. Und im Sturm hat er Lewandowski. Okay. I don't know, warum er den hier hat. Chemie passt nicht so, aber ist okay. Ich würde sagen, wir kommen jetzt zu seinen Verbesserungen. Okay, wir fangen mal an, Freunde. Er hat 900k Budget oder 800k, glaube ich. Irgendwie so 850, I don't know. Hat hier Militao. Wie gesagt, er ist auf jeden Fall nicht schlecht für seine 5k, was der kostet. Aber ich würde ihm hier Varane empfehlen. Dann würde ich ihm links Mondi empfehlen. Und dann macht er das auf jeden Fall so. Macht Mertens in Sturm. Macht hier zack Alan. Und macht hier Lewandowski raus und macht Desailly hin. So, was sagt er, Freunde? Gute Modell oder nicht gute Modell? Ja, kurz zu seinem Team.
Also ich weiß nicht genau, wie viel. Ich glaube 800k hat der. Und dieser E kostet 850. Also eventuell kannst du auch einfach so machen. Holst dir einfach Militao wieder, lässt Varan erstmal weg und holst dir dann erst Varan, sobald du die Coins hast, und machst es dann einfach so. Stellst hier das AI hin, also eine Icon, spielst dann hier die 2 defensiv und Alan kannst du eventuell auch ein bisschen offensiv spielen oder spielst eine enge Raute. Ich weiß leider nicht, wie du Ingame spielst. Kannst auch enge Raute spielen und dann die 2 auf der 8 hier und den hinten als Abräumer. Wie du willst, dann hast du hier 3 offensive, eigentlich ganz nice Karten. Und sonst sieht sein Team eigentlich ganz fresh aus, sage ich euch ehrlich, Freunde. Ja, Freunde, das war es ja auch hier mit dem Teambewertungsvideo Nummer 2. Wenn es euch gefallen hat, Freunde, lasst natürlich sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt für die 3 Kandidaten hier in dem Video, dann könnt ihr das natürlich auch sehr, sehr gerne einfach unten in die Kommentare schreiben. Ich denke, die 3 Boys lesen es sich auf jeden Fall auch durch und sind da dann auch, denke ich mal, sehr, sehr dankbar für. Deswegen helft euch da ein bisschen gegenseitig, Freunde, auf entspannt. Und dann würde ich sagen, sieht man sich zum nächsten Video. Wie gesagt, wenn ihr in der nächsten Teambewertungsfolge dabei sein wollt, lasst mir sehr, sehr gerne ein Follow auf Instagram da, weil da mache ich das Ganze natürlich immer. Frage ich in der Story, schickt mir eure Teams und so weiter und so fort. Und natürlich Link unten in der Videobeschreibung. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns zum nächsten Mal, Freunde. In diesem Sinne, haut da rein, kostenlos, aber würde ich auf jeden Fall sehr, sehr freuen, Freunde. Haut rein, ich laber wieder zu viel. Grüße.